Sie heute zur 38. Folge von Künstler im Dialog, gehörig zum Opern- und Kulturmagazin Operius. In jeder Folge wird eine Künstlerin oder ein Künstler vorgestellt. Heute hören Sie die Mezzosopranistin Emily Lorini vom Landestheater Coburg. Sind Sie denn in einem musikalischen Elternhaus aufgewachsen und wie waren denn Ihre ersten Berührungspunkte mit Musik? Musikalisch nicht, aber meine Eltern sind Künstler, also Maler. Und also wir hatten dort Musik zu Hause gehört, aber professionelle Musiker, also waren sie nicht. Und haben Sie denn auch selber auch gemalt als Kind? Ein bisschen schon, ja, ein bisschen schon. Ja, das passt ja auch gut zusammen, Kunst und Musik. Das stimmt total, ja, das stimmt. Und haben Sie da auch Konzertveranstaltungen besucht, Opern, Operette oder so mit den Eltern, wenn die so künstlerisch interessiert waren und sind? Ja, doch, haben wir ab und zu. Also mein Heimatstadt Pittsburgh ist ein also super Stadt für Kultur. Also wir haben ein tolles Symphonieorchester dort, also Museum, verschiedene Theaters. Also mit meinen Eltern sind wir mal in Theater oder in das Ballett gegangen, in Museum natürlich und auch in meine Schule. Also wir haben als Klasse Theater besucht, mal ab und zu. Welche Ja. Erinnerungen haben Sie noch dran? Was waren so die ersten Opern vielleicht, die Sie gesehen haben oder Musiktheater? Also Oper kam ein bisschen später Also, für mich. Also eigentlich für mich war Musicals war meine erste berührungsmusikalische Punkte. Auch diese Filmmusicals, also als Kind, was ich gesehen habe, so The Sound of Music oder Zauberer von Oz. Auch diese Disney-Film, also hat mich auch als Kind also super, super gut gefallen. Also eigentlich, Musicals war meine erste Berührungspunkte. Und ich habe auch Ballett als Kind getanzt, also 6, 7 Jahre. Und ja, also das habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht und die Musik natürlich gemacht. Wollten Sie als Kind dann in Richtung Ballett gehen oder in Richtung Musical? Hatten Sie sowas geplant? Ja, so für Ballett, ich bin ziemlich groß und Ballett, ich war fast zu groß für einen Balletttänzerin. Aber Musicals auf jeden Fall. Also ich dachte, oh, ich wollte unbedingt ein Musical-Darstellerin sein. Das war mein Wunsch, mein Traum. Und ja, ich hatte auch, als ich Kind war, in der Schule auch viele Möglichkeiten in Theaterstücke oder Musicals. Wir hatten auch Theaterunterricht in der Schule. Ich habe auch in verschiedene Chöre in der Schule gesungen. Genau. War das dann eine besonders musische Schule? Also hat Musik da viel eine große Rolle gespielt? Eigentlich nicht. Also das war eine ganz, ganz normale Schule. Ich hatte nur so ein Glück, dass so viele wunderbare künstlerische Möglichkeiten dort gab. Weil nicht jedes Kind hat das in der Schule, ich weiß, aber das war so ein Glück, ja. Ist das in Amerika vielleicht so üblich, dass man in der Schule mehr mit Theater zu tun hat und mit Musik? Ich glaube, das ist unterschiedlich. Also in mancher Schule schon, in anderer ist es ganz wenig. Also ich glaube, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Da haben Sie ja wirklich großes Glück gehabt mit der Schulwahl. Das stimmt total, das stimmt, ja. Und haben Sie als Kind auch Instrumente gelernt? Ich habe ein paar Jahre Geige gespielt, das war nicht so meins. Und ich habe auch dann Klavier ein paar Jahre studiert. Aber leider, ich war nicht so ganz diszipliniert und ja, ich habe nur ein paar Jahre studiert. Aber Sie können damit Ihre Partien einstudieren, dafür reicht es dann bestimmt. Genau, ich kann genug Klavier zu spielen, das hilft mir ein bisschen, meine Rolle selbst zu lernen, das stimmt. Ja, genau, dafür ist ja ganz gut. Und wann hatten Sie denn den Wunsch, dann Sängerin zu werden? Wann kam das? Also eigentlich, also genau, ich war total auf Musicals begeistert und zwischen die 11. und 12. Klasse war meine erste also Berührung, Begegnung mit Oper und klassischer Musik. Und ich war begeistert und ich dachte, wow, das möchte ich auch gerne machen. Also ich wollte eigentlich beides machen, also Musicals und Oper. Ich konnte nicht entscheiden, aber genau, also
ich bin ein bisschen später in der Operwelt angekommen. Was war diese Oper, die Sie da als erstes gesehen haben? Was war das für ein Werk? Wissen Sie das noch? Ja, es war eigentlich kein ganzes Operstück, sogar das war eine ganz tolle, also Kunstprogramm, ein 5 Wochen Programm für junge Studenten. Und ich habe Theater war mein Fokus, also Schauspiel. Und ich durfte eine zweite Fokus auswählen. Und ich habe Musik ausgewählt. Und dann, ich habe meine erste klassische Gesangsunterricht gehabt und probiert. Und ich habe auch verschiedene Konzerten und Liederabend gesehen. Und ich war so total begeistert. Ich kann mich erinnern, also diese Arie von Eboli in Don Carlo. Die Emotionen und die Farben in die Musik, die Stimme. Also ich war ja total begeistert. Musical können Sie heute bestimmt zusätzlich auch noch am Theater singen, oder ist das bei Ihnen so, dass man alles drei singt, Oper, Operette und Musical? Ich finde, es ist eigentlich besser, wenn man auf eine Richtung Ja. geht. Also man kann in verschiedene Stile, aber und auch heute, ich singe ab und zu in ein Liederabend oder in ein Konzert ein Musical-Lied, und was gut für die Stimme passt. Aber insgesamt, also ich lasse die Musicals für die Musical-Darstellerin, die machen das viel besser als ich. Also ich finde es, kann man ein bisschen in die andere Stilen gehen, aber ich finde, man kann besser machen, nur in eine Richtung. Weil in manchen Theatern ist es ja so üblich, dass dann die Sänger auch das Musical noch mit übernehmen müssen, also die Opernsänger. Das ist bei Ihnen dann nicht so. Genau, also doch, und in Coburg, als in das Ensemble, also ich habe ab und zu eine Rolle in ein Musical gemacht, genau. Genau, da können Sie ein bisschen diese Leidenschaft auch noch ausleben zum Musical. Genau, das stimmt. Das stimmt. Und wann hatten Sie Ihren ersten Gesangsunterricht? Wie alt waren Sie da in etwa? Ich glaube, ich war so etwa die 9. oder 10. Klasse, und das war eher so, also in einem Musical-Stil Unterricht. Aber ich habe eigentlich dann nach dieser, nach, in, als ich in die 12. Klasse war, ich habe angefangen mit so eine klassische Gesangslehrerin dann. Und dann auch für mein Bachelor, ich habe eigentlich die erste Jahr Musik und Gesang studiert. Und dann, ich habe genau gewechselt. Aber genau, die erste Unterricht war so 10. Klasse, genau, und dann weiter. Und wer hat Sie dann ermutigt, das wirklich zu studieren, also wirklich professionelle Sängerin zu werden? Waren das diese ersten Gesangslehrerinnen? Ja, ich denke, also die erste, also man lernt von jedes Lehrerin. Und ja, also die erste hat mich doch so ermutigt. Und ja, ich habe das einfach weitergemacht, genau. Wie war es bei Ihren Eltern? Waren die auch gleich erfreut? Sie sind ja nun auch als freischaffende Künstler tätig. Sie haben verstanden, dass als ein Künstler, das ist kein einfaches Leben. Aber die haben mich doch also unterstützt. Und Emily, wenn das dein Wunsch ist, mach weiter, und schauen wir, wie es weitergeht. Ja, ist ja gut. Und Sie wurden ja Genau. in Pittsburgh geboren, also in Pennsylvania, in den USA. Wie ist denn da das musikalische Umfeld so? Gibt es da Opernhäuser in der Nähe, Konzerthäuser, Theater oder sowas in der Art? Ja, doch, also es gibt ein Konzertsaal, es gibt ein Oper dort, gibt es verschiedene Theaters, also tolle Symphonie, also Ballett, also es ist doch sehr viel Kultur in meiner Heimatstadt. Und sind das dann so Opernhäuser, wo die Leute touren von verschiedenen Häusern oder sind das mit festem Ensemble? Wie ist es denn da? Genau, eigentlich in den Staaten, es gibt keine Opernhäuser, was ich kenne, das hat ein festes Ensemble. Also in Pittsburgh zum Beispiel, wir haben so eine ja großes Theater oder Konzertsaal, und das ist genau, der Oper spielt da
ein paar Mal pro Jahr und spielen dann verschiedene Musicals als Gastspiele, die kommen und spielen. Aber leider diese Festsystem, was hier in Deutschland gibt es nicht in den Staaten. Außer vielleicht ein bisschen in der Metropolitan Opera. Ich weiß, dass der Chor dort arbeitet, also den ganzen Jahr. Aber für die und auch viele Solisten. Es ist kein Festvertrag, aber die machen viele Rollen manchmal dort in einem Spielzeit. Das ist ja schade eigentlich, dass es sowas nicht gibt, so Festverträge in den Das ist total schade. Das ist eigentlich ein Grund, warum ich bin nach Deutschland gekommen, eigentlich, ja. Schade, dass man da nichts machen kann, aber wahrscheinlich kommen da nicht genug Besucher, dass da Festverträge angeboten werden. Eben, Sie haben recht. Also das ist sehr schade und das heißt für die Sänger in den Staaten, man kann nur als Gast arbeiten und das ist sehr schwer, alles zusammen zu basteln. Manchmal muss man als Sänger andere Arbeit dazu machen, sein Leben zu unterstützen. Genau. Das ist ja eigentlich dann nicht das Ziel. Man müsste ja irgendwie vom Gesang schon leben können, um sich vorwärts bringen zu können. Das stimmt. Eben. Genau. Dann hat Ihre Familie ja litauische Wurzeln und italienische. Wie kamen Sie damit in Berührung? Also auch musikalisch? Haben Sie davon was gemerkt? Ich glaube, ja, ich glaube, also ich bin die dritte Generation in den USA geboren, also von die beiden Familien. Also meine Mutters Familie stammen aus Litauen und mein Vaters Familie aus Italien. Und ich glaube doch, also in beiden Ländern ist Musik und Singen ein sehr wichtiger Teil des Kulturs. Und ich glaube, ich habe das geerbt von beiden Seiten, auch wenn kein professioneller Musiker gibt es in meiner Familie. Und können Sie die Sprachen auch, also beide Sprachen, etwas zumindest? Leider, ich habe nur Englisch als Kind. Wir haben nur Englisch geredet. Auch meinen Eltern können nur Englisch sprechen. Manchmal durch die Generationen ist das Originalsprache verloren. Also meine Großeltern konnten natürlich die Sprachen mit ihren Eltern sprechen. Ich möchte Litauisch mal lernen. Es ist super schöne Sprache. Ich kann nur ein paar Wörter. Und Italienisch habe ich gelernt, also ein bisschen kann ich auf ein sehr einfaches Level sprechen. Das ist eine sehr praktische Sprache für Singen. Und auch ich habe Verwandtschaft in Italien, in Norditalien. Und das ist mir wichtig, mit denen in Kontakt zu bleiben. Und wir sprechen auf Italienisch miteinander. Und haben Sie auch Verwandtschaft in Litauen dann ebenso? Ich habe ja, leider ist der Kontakt dort ist ein bisschen verloren. Also ich habe Kontakt mit ein paar Cousins, die dort leben. Aber ich möchte das auch noch verstärken, wenn möglich. Also sind Sie nicht so sehr mit litauischer Musik aufgewachsen, dass Sie da die Komponisten kennen würden oder so? Ja, leider nicht, leider nicht. Ja, Ja. für Italienische kennen Sie ja sowieso italienische Musik. Genau, bisschen mehr, genau. Genau. Dann haben Sie schon erzählt, Sie haben erst kurz Gesang studiert und dann Kommunikation am Grove Cotti College. Wie kam es denn erstmal dazu, dass Sie Kommunikation studiert haben oder erstmal Gesang und dann Weltmusik? Genau. Also wie gesagt, genau, ich habe zuerst Musik und Gesang für ein Jahr studiert. Für verschiedene Gründe, das hat nicht so ganz zu mir gepasst. Und ich dachte, wie kann ich vielleicht besser das für mich machen? Also ich habe dann auf Kommunikation mich entschieden. Ich dachte, das war eine gute Basis, egal in welche Richtung dass ich gehe. Und ich habe dann viel Musik dazu gemacht. Also ich habe privat Gesangsunterricht durch mein ganzes Bachelor's gehabt, habe Opernarien gelernt und ich habe natürlich viel Musicals und Theaterstücke dort auch dazu gemacht. Ich habe in einem super, super Chor gesungen. Und ja, ich habe so viel Musik wie möglich dort auch dazu gemacht habe. Genau.
Was versteht man unter Kommunikation? Was ist das für ein Studium? Was macht man damit, wenn ich fertig Das bin? ist eigentlich genau das, wie man schreibt und wie man sich also präsentiert und genau, also schreiben und sprechen und genau, solche Sachen, genau. Und wie war dann das Gesangsstudium aufgebaut, nachdem Sie gewechselt haben? Sie haben ja dann studiert in der Miami University of Ohio. Wie war Genau. denn da? Genau, also nach meinem Bachelor, ich habe eine 2 Wochen Liedprogramm in Salzburg gemacht durch Miami of Ohio. Und meine Aufgabe war, die 2 Brahms-Viola-Lieder zu vorbereiten und zu präsentieren. Und ich habe dort diese 2 Lieder mit einer Lehrerin gearbeitet und gelernt. Und irgendwie dort die Atmosphäre in Salzburg, also den Bergen, die Vögel, der Natur, diese wunderschöne Musik. Ich habe dann mich dort entschieden, doch, ich möchte in eine klassische Musik-Oper-Richtung gehen. Also das war irgendwie sehr klar dann. Und ich dachte, okay, wie kann ich das weitermachen? Und dann ich wollte ein Masters machen. Und ich habe die Möglichkeit, in Miami, Ohio zu gehen, mit dieser gleichen Lehrerin zu studieren. Und ja, das war eine super Zeit für mich. Ich musste aber natürlich viel Bachelor-Kurse dazu machen, was ich in meinem Bachelor nicht gehabt hatte. Theorie und Musikgeschichte, Blattgesang, Klavierunterricht, also solche Sachen. Es war eine sehr intensive Zeit, mein Masters, aber war eine sehr gute Zeit. Also ich habe auch dort meinen zukünftigen Mann kennengelernt und er ist auch ein Sänger. Wir haben zusammen in Oper dort gespielt. Also es war eine ja, sehr, sehr gute Zeit, sehr intensiv auch. Und singt Ihr Mann auch am Theater in Coburg? In Coburg nicht, also er hat mal im Chor ist er eingesprungen, aber er ist eher Freiberufler, genau. Ja, schade, da können Sie nicht so viel zusammen singen. Das wäre ja schön. Eben, ab und zu machen wir so ein Konzert zusammen, aber genau, es ist selten, leider. Sie hören nun Emily Lorini mit der Habanera aus Bizets Oper Carmen. Wer waren denn Ihre Dozenten eigentlich beim Gesangsstudium? Sie waren super, also besonders meine Lehrerin. Also ich habe also viel von ihr gelernt und das war mir sehr wichtig, eine sehr gesunde Gesangstechnik zu haben, weil ich finde, wenn man eine gute Gesangstechnik hat, kann man mehr Farben und mehr in die Musik rausbringen, was man möchte. Also und
da ich so spät in die klassische Musikrichtung kam, es war mir sehr, sehr wichtig, eine sehr, sehr gute und gesunde Gesangstechnik einzubauen. Und war Ihre Lehrerin auch eine Mezzosopranistin, genau wie Sie? Sie ist eigentlich ein Sopran, also kein Mezzo, aber das für mich, das war super, also hat super gepasst, genau. Hatten Sie später dann eine Lehrerin mal, die im gleichen Stimmfach war, oder war das dann immer eine Sopranistin oder ein Tenor oder wie auch immer? Eigentlich, ich bin immer mit Soprane als Lehrerin. Und ja, für mich, das hat irgendwie sehr, sehr gut gepasst. Genau, da haben Sie den Vergleich ja gar nicht, wie es wäre, wenn jemand die gleichen Rollen gesungen hat, wie Sie jetzt heute singen, wie der das auch Genau. würde. Genau. Genau. Und dann haben Sie schon erzählt, wie das Studium aufgebaut war, aber was waren denn die wichtigsten Studienfächer für Sie? Wovon profitieren Sie heute noch am Theater? Was hilft Ihnen da noch? Ich glaube, also wir hatten also ein Aussprachekurs, wie man singt auf Französisch, auf Deutsch, auf Italienisch, auch Englisch. Also muss man die Aussprache sehr, sehr gut ja, aussingen. Und ich glaube auch die Operszene-Kurse, weil ich glaube, was für mich sehr wichtig war, ist einfach auf die Bühne sich zu präsentieren, zu probieren. Ich glaube, man lernt sehr viel, wenn man also allein die Gesangsunterricht hat und alles lernt und dann auf die Bühne oder auf ein Konzert das auszuprobieren. Und man lernt sehr viel. Hatten Sie Genau. auch Schauspielunterricht dabei beim Studium zum Beispiel? In meinem Masters kein Schauspielunterricht, aber einmal ein Regisseur, das wir hatten, das war eigentlich, wir haben genau die Fledermaus auf Englisch dort gemacht. Ja. Und er hat mit uns so sehr viel schauspielerisch, genau, wie sagt man, also, er hat mit uns sehr viel schauspielerisch ausgemacht, also verschiedene Spiele und sowas, genau. Also doch ein bisschen Schauspiel auch mit dabei. Ja, doch, doch. Dann haben Sie ja an ganz vielen Opernstudio-Programmen teilgenommen, zum Beispiel an der Opera Santa Barbara. Sie können ja mal genau erzählen, wo Sie überall waren, wenn es Ihnen noch einfällt und was Sie da so für Produktionen gesungen haben. Ja, sehr gerne. Also in den Staaten, es gibt viele diese Open Studio Programme und das ist wenn man mit seinem Studium fertig ist und ein bisschen Erfahrung braucht, aber ist noch nicht ganz bereit, in die professionelle Welt zu gehen, sind diese Open Studio Programme super und sehr hilfreich. Also in manche, zum Beispiel in Santa Fe und in Glimmerglass, die sind so Sommerfestspiele. Und wenn man als ein junger Sänger da geht, muss man auch in Chor singen, in die Operchöre dort singen. Und auch dazu, manchmal hat man ein oder zwei kleine Rollen, was man singen darf. Und auch dazu, manchmal, man macht als Cover eine große Rolle. Und falls die Hauptsängerin krank ist oder wird, muss man dann sofort in eine Probe oder in eine Vorstellung sogar einspringen. Also es war auch eine sehr intensive Zeit, weil man hat viel zu tun, aber ich habe viel, viel gelernt, also in diese Zeit mit diesem Programm. Und was für Rollen haben Sie da so einstudiert schon in dieser Zeit? So beispielhaft vielleicht mal. Also zum Beispiel, ich habe also Kate Pinkerton in Madame Butterfly, das ist eine kleine Rolle, aber das habe ich in Santa Fe gemacht. Und eine große Rolle als Cover, ich habe Niklaus in Hoffmanns Erzählungen gemacht. Und ich habe keine Vorstellung gemacht, aber ich bin in ein paar Proben eingesprungen. Und ja, so man muss alles drauf haben und man muss sehr, sehr gut vorbereitet, weil kann man
jederzeit kriegt man einen Anruf, ah, wir brauchen dich, du musst jetzt singen oder spielen. Und ist man in Genau. der Zeit auch freischaffend oder ist man da fest irgendwie im Opernstudio engagiert oder wie auch immer? Ist man eigentlich freischaffend? Also zum Beispiel Santa Fe war so Juni bis August, also quasi 3 Monate ist man dort. Und genau, das ist freiberuflich. Also nicht wie hier am Opernstudio. Gibt es ja auch Opernstudios, wo man für 2 Jahre bleibt oder ein Jahr. Ich glaube, es ist ein bisschen anders hier. Genau, hat man mehr Zeit in die Open Studio hier. Ich glaube, auch in Deutschland muss man in der Open Studio nicht gleichzeitig im Chor singen. Ich glaube, der Chor ist ein ganz anderer Teil. Genau. Aber die Erfahrung hilft Ihnen ja bestimmt auch mal im Chor gesungen zu haben heutzutage. Sehr, sehr, ja, das stimmt. Und hatten Sie da durchaus positive Erinnerungen an die Zeit oder war das schwierig, dann, wenn man da freischaffend sein musste, nebenbei noch und vielleicht noch Geld verdienen musste auf andere Weise? Ein bisschen von beides. Also es war positiv, aber ich musste dann auch dazu, ich habe auch selbst Gesangunterricht gemacht. Ich habe auch in einer Kirche als eine Solistin gesungen. Ich war auch ein Kellnerin auch dazu. Also man musste vieles machen als ein freiberufler Sängerin in den Staaten. Am Anfang. Es gibt manche, die das nicht müssen, klar. Ja, aber bestimmt wenige sind das dann. Eben, genau. Genau. Dann haben Sie ja ganz viele Wettbewerbe gewonnen. Ich kann ja mal ein paar erwähnen. Meistens waren es ja erste Preise, zum Beispiel Metropolitan Opera, National Council Auditions in Ohio und im National Association of Teachers of Singing Greater Lakes. Das haben Sie noch gemacht. Im Regionalwettbewerb war das dann. Welche Auswirkungen hatte das denn dann auf Ihre Karriere? Erstens, man gewinnt ein bisschen Geld und das hilft ein junge Sängerin auf jeden Fall. Und ich finde, es ist auch eine super Möglichkeit, auf der Bühne zu stehen und sich zu präsentieren. Oft kriegt man Feedback von der Jury und das hilft auch. Und man hat auch, genau, also man kennt die anderen Sänger, man kann der Jury manchmal ein bisschen kennenlernen und das ist einfach super für die Kontakte einzubauen. Genau, also das hat auch ja sehr, sehr geholfen. Sind da manchmal auch Theaterintendanten dabei, die einen sehen und dann engagieren für eine Produktion? Das stimmt, ja, manchmal die sind dabei, also es ist bei mir nicht passiert, aber ich kenne andere Sängerinnen, die das so passiert ist. Und das ist auch natürlich super. Also Agenturen, Intendanten, es ist ja sehr, sehr gut. Gibt es denn in den USA eigentlich Agenturen oder muss man das auch alles selber organisieren? Doch, also gibt es auch Agenturen in den USA auch, ja. Also nicht, man ist nicht ganz nur auf sich gestellt, man hat schon ein bisschen Hilfe noch. Genau, ein bisschen hat man, genau. Und wie und wann erfolgte dann der Wechsel von Amerika nach Deutschland? Wie ging denn das vonstatten? Genau, also wie gesagt, als Freiberufler in den Staaten ist ein bisschen schwierig und auch mit den Entfernungen, also in den USA, das ist so groß, so ein riesiges Land und mein Mann und ich haben gedacht, vielleicht ist doch in Deutschland, kann man als Künstler eine bessere Lebensqualität haben. Und wir hatten Kollegen, die früher in Deutschland gesungen haben. Und die haben das auch zu uns empfohlen. Und wir dachten, okay, probieren wir es. Also wir haben alle unsere Sachen verkauft. 2 Autos, alle Sachen. Und wir sind mit Koffer nach Deutschland gekommen. Und wir dachten, wir haben Geld natürlich gesammelt. Und wir dachten, okay, wir probieren es für ein Jahr. Und wenn es geht, super. Und wenn nicht, wir kommen zurück. Also kein Thema. Und ja, so hatten wir es gemacht. Und unser erstes Jahr, wir waren in Bremen. Wir haben eine Wohnung dort durch einen Bekannten gefunden. Wir haben Vorsingen gemacht, Deutsch gelernt. Und wir hatten ein paar, also so kleine Auftritte gemacht. Aber dann
Es war quasi so 8 Monate später. Es gab eine offene Stelle im Landestheater Coburg, für Erste Alt, 6 Monate, ein Mutterschutzvertrag. Und ich dachte, okay, eigentlich, ich möchte nicht so ganz gerne im Chor singen, aber ich probiere es. Vielleicht das hilft uns, länger in Deutschland zu bleiben mit unserem Visum. Und ich habe das Vorsingen gemacht und genau, hab den Stelle gekriegt für 6 Monate. Dann ist verlängert einem Jahr. Und dann die Kollege hat nicht zurück zu die Stelle. Sie wollte lieber zu Hause bleiben. Und dann die haben mich gefragt, Emily, möchtest du länger mit uns im Chor bleiben? Und ich sagte, ja, mache ich. Und das war eigentlich super, weil ich habe auch im Chor auch kleine Rolle gesungen und dann eventuell ein bisschen größere Rolle im Chor gesungen. Also ich war erst ja in Coburg als Chorsängerin und ich habe auch der Theatersystem gelernt. Ich habe mein Deutsch verbessert, also, und dann Schritt für Schritt mehrere Rollen im Chor gesungen. Genau. Wir haben auch alle Menschen kennengelernt, die da am Theater arbeiten. Das ist ja schon mal ganz gut, wenn man diesen Vorteil schon hat. Eben das auch. Und ich glaube, das war auch ein Glück, weil dann wir hatten einen Intendantwechsel in 2018 in Coburg. Und wegen die Kontakten dort hat der Intendant mich gefragt, ob ich dann in Ensemble als Solistin singen möchte. Und ich habe natürlich ja gesagt. Und genau, ich glaube, das hat sehr viel geholfen, diese Kontakte, die Jahre im Chor natürlich. Man wusste ja bestimmt auch schon, dass sie eigentlich Solistin sind und dass sie eigentlich diesen Weg gehen wollen. Eben, genau. Trotzdem haben sie viele neue Werke kennengelernt, indem sie im Chor mitgesungen haben, aus einer ganz anderen Perspektive, weil vom Chor aus. Total, ja, ich habe in viele Opern und Musicals gesungen und ja, man kann viel lernen, auf jeden Fall, ja. Ist es dann auch so, dass man die Leistung vom Chor viel mehr würdigt, dass man die viel mehr achtet? Was der Chor auf der Bühne macht. Ja, so, es ist eine andere Art als ein Solistin, aber die arbeiten viel, also weil der Chor findet fast in jedem Stück statt. Ja, so, das in manchen Spielzeiten, es war echt, echt viel, was wir gemacht haben, auf jeden Fall. Und seit 2018, 19 sind Sie ja nun fest engagiert im Ensemble im Landestheater Coburg. Wie ist denn da die Kollegialität am Haus? Hilft man sich da auch untereinander mal? Können Sie auch mal jemanden fragen, wenn Sie Hilfe brauchen oder so, dann Ratschlag möchten? Ja, wir sind ein kleines Ensemble hier, aber sehr freundlich, also wie eine Familie. Also klar, manchmal man nervt einander ab und zu wie eine echte Familie, aber insgesamt wir arbeiten sehr, sehr gut miteinander. Und ja, wenn man Fragen hat oder Tipps möchte, kann man natürlich die anderen fragen. Das ist super, ja. Also sehr gute Kollegialität könnte man dann zusammenfassen untereinander. Finde ich, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Emily Dorini singt für Sie Marguerites Arie D'amour, l'ardente de Flamme aus Berlioz, La Damnation de Faust.
Sie waren ja nun schon fest engagiert und auch schon freischaffend. Was sind denn die Vor- und Nachteile der Freischaffenheit gegenüber dem Festengagement und auch andersrum? Wenn man in einem Ensemble ist, also hat man natürlich mehr Stabilität, man ist regelmäßig verdient, genau, man hat ein bisschen mehr diese Sicherheit, ne, auf der Arbeit für 1 Jahr oder 2 Jahre. Und das tut auch gut. Man kann viele Rollen singen, viele Rollen lernen, aber das ist auch ein Nachteil. Manchmal ist es fast zu viel auf einmal zu machen, oder es gibt manchmal Rollen, die nicht ganz so gut zu deiner Stimme passt oder was nicht dein Traumrolle sind, aber man muss trotzdem das machen. Ich glaube, als Freiberufler hat man ein bisschen mehr Freizeit, sich zu entscheiden, also was und wann man singen möchte. Aber klar, und man kann insgesamt ist man ein bisschen besser verdient, also es ist anders, klar. Aber hat man diese Sicherheit dann ein bisschen wenig. Also, aber es gibt Vor- und Nachteile für beides. Und kann man, wenn man fest am Theater ist, auch mal eine Rolle ablehnen, weil die der Stimme vielleicht noch nicht so liegt oder weil sie einem nicht so richtig liegt? Ja, so Geht. kann man ein bisschen mit der Intendant ein bisschen reden, und manchmal kann man dann ein guter Kompromisse finden. Manchmal, das geht nicht, aber klar, also ich würde als ein Mezzo, ich würde nie gefragt, in einer Koloratura-Fach etwas zu singen. Aber manchmal sind die Grenzen von verschiedenen Rollen nicht so ganz stark, und muss man dann ja so ein bisschen Kompromisse finden. Das ist gut, dass es möglich ist. Manche Intendanten da nicht so bereit dazu und manche mehr, ja. Ja, genau, das stimmt. Dann singen Sie ja neben Opernpartien wie zum Beispiel Cherubino in Linozzo, die Figaro, auch Operette wie Prinz Orlowski in der Fledermaus und geben Konzerte und Liederabende. Wie gelingt Ihnen denn der Spagat zwischen diesen verschiedenen Gattungen? Was ist der Reiz daran? Es ist super. Also ich mag auch besonders also Konzert und Liederabend. Das ist ein ganz andere Art von Operette und Oper. Auch natürlich in Operette hat man normalerweise Dialog dazu. Das ist auch für uns Opernsänger ein bisschen anders. Und ich finde, in ein Konzert kann man, oder in einem Liederabend auch, kann man mehr auf die Musik fokussieren, weil man muss sich normalerweise nicht so viel Bewegung machen. Und das ist schön, mal ein bisschen mehr, ja, also auf die Musik zu fokussieren. Und besonders in ein Liederabend hat man auch als Sängerin mehr Freiheit über die künstlerische Richtungen zu zeigen. Also auch, weil viele Lieder sind nur für Stimme und Klavier komponiert, und man kann auch viel mehr Feinheiten und Farben in die Texte und in die Musik rausbringen. Und manchmal auf eine große Operbühne, man muss nur über das Orchester singen oder man muss viel Bewegung sich machen. Und eigentlich, ja, ich finde Konzerten und Liederabend auch, also ich mache die beides auch gerne. Und ist es schwierig, wenn man zum Beispiel an einem Tag Operette singt und am nächsten Tag dann Oper? Ist das dann kompliziert, sich umzustellen? Ein bisschen schon. Also ich finde, wenn man eine gute, also Gesangstechnik hat, das geht. Also es ist eine Herausforderung und man muss sich aufpassen, aber es ist möglich. Und ja, lieber nicht jeden Tag, also mal Operette, Oper, Musical, Wagner, Mozart. Ja. Also manchmal ist ein bisschen viel, aber es kann gehen, ja. Man kann sich also umstellen. Jetzt gehen wir mal auf Regiefragen so ein bisschen ein. Sie singen ja auch in konventionellen Aufführungen, aber auch in modernen Regietheatervorführungen. Wie inszeniert man denn Ihrer Meinung nach eine Oper oder Operette so, dass sie den Sängerinnen und Sängern Unterstützung bei der Verkörperung der Partien bietet, dem Publikum beim Verständnis für das Werk hilft, ohne dass aber die Musik in den Hintergrund gerät? Was meinen denn Sie? Wie wäre denn eine gute Regie?
Ich finde, also was wichtig ist, ist, dass die Musik und die Geschichte muss in der Vorgrund sein. Und wir müssen auch immer im Kopf haben, was der Komponist wollte, also was der Komponist zeigen wollte mit diesem Stück. Und einfach immer das im Kopf zu haben, dass egal ob das ganz traditionell oder modern oder eine Mischung dazu, die Musik und die Emotionen und die Intention des Stücks, also muss in der Vorgrund sein. Das muss sinnvoll sein, meiner Meinung nach. Was sagen Sie dazu, wenn die Musik verändert wird oder was weggelassen wird oder manchmal auch Personen hinzukommen, die es gar nicht gibt in der Handlung? Ja, also ich verstehe manchmal für unser modernes Publikum, wir können nicht, ja, Nozze di Figaro die ganze 4,5 Stunden machen. Ja, ich finde, manchmal muss man ein bisschen die Musik schneiden, aber ja, es ist immer schwer, wie und wie viel soll man rausmachen. Und wie geht ein guter Regisseur mit den Sängerinnen und Sängern um? Was meinen Sie, wie werden eine gute Probenatmosphäre, vielleicht auch ein gutes Miteinander? Ja, also ich finde auch, wenn das so eine, ja, wenn der Regisseur eine schöne Atmosphäre bringt, also wenn er oder sie also Ideen bringt, aber auch eine Flexibilität dazu und Vertrauen in die Sänger, also finde ich auch wichtig, dass man was probieren könnte, ob das vielleicht passt, geht und vielleicht kann man eine bessere etwas Besseres finden. Und das hilft auch, wenn der Regisseur, wie soll ich sagen, also Respekt für die Sänger, also dass wir auch singen dazu müssen. Wie können wir Bewegungen finden, das gut für die Stimme passen, aber auch dramatisch sinnvoll und gut passt? Eine gute Mischung, was für uns Sänger hilft, aber auch was dramatisch dazu passt. Gibt es auch mal, dass ein Regisseur was fordert auf der Bühne, was man aber mit dem Gesang zusammen gar nicht leisten kann? Das Klettern oder was weiß ich? Ja, also doch, manchmal. Und also normalerweise, wenn ein Regisseur mich fragt, ah, Emily, könntest du das machen, diese Bewegung machen? Und ich probiere es. Also ich sage immer, ja, ich probiere es und ob das geht oder nicht. Wir als Sänger müssen manchmal ein Kompromisse finden, was der Regisseur möchte und was passt für uns und unsere Stimme gesund zu singen. Aber normalerweise, ja, kann man einen Kompromiss finden. Ja, das ist ja gut, genau, im Regelfall. Dann geben Sie auch Gastspiele noch neben Ihrem Festengagement, zum Beispiel am Staatstheater Saarbrücken, bei den Domstufenfestspielen in Erfurt und am Stadttheater Fürth. Wie schaffen Sie das denn zeitlich noch neben diesem streng getakteten Zeitplan in Coburg? Wenn man ein bisschen Zeit hat, zu gastieren oder zu einspringen, man muss das mit der Theater vorher klären, ob das geht oder nicht. Und wenn man ein bisschen Zeit hat, dann darf man. Und für mich war in Fürth war das auch, das war eigentlich ein Gastspiel mit Landestheater Coburg. Also wir haben die Produktionen von Coburg genommen und dann alles nach Fürth mitgebracht und die gleichen Produktionen dort gemacht. Und die in Saarbrücken und Erfurt, die waren Einspringer, Möglichkeiten für mich. Und ich finde auch insgesamt Theater, das ist sehr wichtig, dass die jemand finden, einzuspringen. Und wenn es geht, normalerweise der Theater erlaubt den Sänger einzuspringen, wenn das geht. Und ja, ich hatte einfach der Zeit und das war von Timing ein Glück, dass es gepasst hat. Genau. Und wie erfahren die Theater, die jemanden suchen, der einspringt, dass sie gerade Zeit haben, dass sie das machen können und dass sie die Rolle auch schon einstudiert haben? Genau, also das hilft, also bei in Saarbrücken, das war das Rheingold und ich kannte der KBB dort, er war früher in Coburg, also das kam durch eine Beziehung
Und Rheingold war für mich nicht so ganz frisch. Das habe ich ein paar Jahre gesungen, aber ich hatte ein paar Tage Vorbereitungszeit und das hat mir gut gereicht. Und dann in Erfurt, das war Fausts Verdammnis. Und das hatten wir genau früher in Coburg in die gleiche Spielzeit gemacht. Also war Margarete ein bisschen frischer in Kopf und in die Stimme. Und ja, das hat, ja, war auch durch eine Beziehung. Ich habe der KBB geschrieben und früher, ob die ein. Falls Sie eine Einspringerin brauchen, ich bin gerne dabei. Und ja, so ist das passiert in Erfurt, genau. Also auch ganz viel Eigeninitiative, dass man sich selber kümmert, um sowas zu bekommen. Ja, also für mich persönlich, also ich versuche genau immer was bisschen was zum selbst zu machen, doch. Und ist man eigentlich sehr aufgeregt, wenn man da so plötzlich einspringen muss? Wie halten Sie da die Nerven ruhig, dass Sie trotzdem noch das gut singen können und spielen können? Ist man aufgeregt. Ja. Ich lasse die Nerven, also die gehen irgendwie langsam weg, wenn man einfach präsent auf die Bühne ist und singt und versucht die richtige Bewegung zu machen und zusammen mit der Dirigent zu bleiben. Die Kollegen helfen sehr und das ist eine, ja, man ist aufgeregt, aber das geht und man genießt einfach die Musik, die Möglichkeiten. Und als Einspringer, man ist da, die Vorstellung zu retten. Und alle wollen helfen und alle verstehen das. Und ich auch hier in Coburg, also wenn wir Einspringer haben, also ich gebe meine Bestes, auch denen zu helfen. Und es ist echt wie Teamwork einzuspringen. Ja, das stimmt. Zum Schluss erklingt Someone to Watch Over Me von Josh Gershwin, wiederum gesungen von Emily Lorini. Und welche Partien werden Sie in dieser Spielzeit singen, also 2023, 2024? Ich singe Babel, das ist ein Monooper von einer zeitgenössischen Komponistin, Paula Fünfeck. Wir spielen das im Moment in verschiedenen Schulen. Also es ist ein Stück für ein Mezzosopran, Posaun und Schlagwerk. Es ist sehr interessant. Es ist sehr interaktiv mit den Kindern. Also jetzt, das ist so ein Klassenzimmerstück. Das wird im Frühling in der Reithalle gespielt werden und das wird für das Publikum auch veröffentlicht. Also kann man dann Karten kaufen und gehen. Also Babel habe ich noch. Ist das sowas wie eine Kinderoper, also für Kinder extra geschrieben?
Doch, ist für Kinder ja besonders geschrieben. Und Götterdämmerung kommt und ich singe den zweiten Norn und Belgunde, eine von die Rheintöchter. Und dann wir machen Don Giovanni und ich singe Elvira. Und ich freue mich sehr darauf. Und noch den Hänsel und Gretel, den haben sie jetzt unterschlagen. Genau, Hänsel läuft genau ein paar Mal noch. Und ja, das auch. Genau, und gibt es noch andere Projekte, die Sie derzeit vorhaben, außerhalb vom Theater? Liederabende oder Konzerte oder singen Sie woanders mal? Ja, so im Moment, also ist nicht geplant, aber ich bin offen dafür, man weiß es nicht. Ich habe auch gerade, wir hatten ein Neujahrskonzert hier in Coburg mit unserem Orchester und ich habe auch ein paar Lieder mitgesungen. Genau, aber ich glaube, irgendwas kommt vielleicht noch. Sicher, bestimmt. Und Sie haben ja auch zwei Rollendebüts gehabt in dieser Spielzeit. Das war ja einmal Hänsel in Hänsel und Gretel und dann die zweite Norn und Wellgunde in der Götterdämmerung. Wie gehen Sie denn überhaupt an die Einstudierung von neuen Partien heran? Können Sie mal beispielhaft erläutern, wie es losgeht und bis es dann irgendwann auf die Bühne kommt? Genau, also ist es ein bisschen unterschiedlich, wie groß die Rolle ist, wie schwer die Musik ist, aber insgesamt, ich fange immer mit die Text an. Also ich spreche es, ich schreibe es auf, ich arbeite an die Aussprache so viel wie möglich. Also erste Schritt ist den Text. Und dann ich baue den Rhythmus dazu ein, also sprechen mit die richtige Rhythmus. Und dann fange ich langsam mit die Noten, mit die Töne an. Ein bisschen zu singen, ein bisschen am Klavier, die Harmonie ganz langsam zu einstudieren. Ich höre manchmal eine Aufnahme, zu verstehen, was das Orchester macht und wie hört man die verschiedenen Instrumenten, die Harmonien. Genau. Und dann, wenn ich das allein ziemlich gut singen kann zu Hause, dann arbeite ich mit einem Pianist, einem Coach dazu, die Details mehr zu arbeiten und auswendig zu lernen. Genau. Wie geht es dann weiter, bis es auf die Bühne kommt? Wann kommt das Schauspiel dazu und so weiter? Wie gehen Sie Ja. daran? Machen Sie sich vorher schon eigene Gedanken oder warten Sie, bis der Regisseur dann kommt? Genau, also ich komme doch schon mit meinen eigenen Ideen. Ich finde es ist immer gut, wenn man gut dramatisch vorbereitet ist, aber man muss auch sehr flexibel bleiben und sein, weil der Regisseur kommt mit seinen eigenen Ideen. Und also ja, ich habe meine eigenen Ideen, aber ich muss dann flexibel bleiben. Und dann kommen die vielen Proben. Erstmal 6 Wochen Probenprozess. Können Sie auch mal erläutern, wie läuft denn dieser Probenprozess dann ab, bis die Premiere kommt? Ja, so wir fangen so Schritt für Schritt mit jeder Szene an. Manche Regisseure kommen mit mehreren konkreten Ideen von der Bewegung. Manche sind genauer. Manche möchte das einfach gemeinsam finden. Und ja, also zuerst sind die szenische Proben mit so aufgerissenem Bühnenbild auf unsere Probebühne. Und dann kommen langsam, wir haben Bühnenproben, wo wir müssen dann alle Bewegungen ein bisschen ändern, war klar, das ist immer auf die Bühne ein bisschen anders. Wir haben auch normalerweise Sitzproben, wo wir mit das Orchester einfach die Musik ein bisschen singen und probieren. Wir haben auch Bühnenorchesterproben, wo wir dann unsere Bewegung auf die Bühne mit das Orchester dazu ein bisschen probieren könnten. Und ja, dann kommt die letzte Schritt, ist so die Endprobewoche, wo wir dann die Maske, die Perücken, Beleuchtung, die richtige Bühnenbild, wo die letzten Elementen zusammenkommen. Genau, und dann erfolgt schon die Premiere danach. Genau, genau. Was fasziniert Sie allgemein heute noch so an Oper und Operette? Also ich mag gerne diese Verbindung mit der Musik und die Texte und die Emotionen und die Gefühle, die drin in die Musik sind.
was man alles erleben kann. Und ich finde auch in Oper, also auch in Operette, also aber besonders in Oper, also dass wir singen also ohne Mikros, also das ist unsere eigene Stimme und mit so viele Elemente, also Orchester, also Bühnenbild, Kostüm, Beleuchtung, manchmal Tänzer, Statisterie, Techniker hinter die Bühne. Also alle kommen zusammen, in diese Kunst zu machen. Und es ist eine ganz besondere Art. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Was Sie gerade alle Künste ansprechen, die Verbindung aller Künste, kommen denn Ihre Eltern auch mal in eine Produktion und schauen sich das an als Zuschauer? Doch. Also wenn sie hier nach Deutschland kommen, die besuchen gerne und schauen wie ja, klar gerne auf die Bühne an. Also haben Sie schon mal besucht, sind schon mal den weiten Weg gekommen. Haben sie genau, Ja, ja. das ist ja schön. Werden Sie Ja. sehr stolz sein, dass Sie das jetzt geschafft haben. Doch, das stimmt Vorstellen. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Dann habe ich Sie ja gesehen als eindrucksvollen Hänsel, das hat mir wirklich sehr gut gefallen, in Hänsel und Gretel im Club Coburg. Das ist ja die Auswahlspielstätte derzeit. In einer sehr kindgerechten, fantasievollen Inszenierung. Wie war das denn für Sie, plötzlich in eine Kinderrolle zu schlüpfen? War das eine Umstellung? Das macht so viel Spaß. Also es war eine super Herausforderung, aber es hat so viel Spaß gemacht. Also Kinder sind so ehrlich. Und für eine Erwachsene wieder ein Kind zu sein, ist einfach ein Traum. Also besonders den Hänsel. Und unser Hänsel, der Regisseur wollte, weil ich so groß bin, er wollte, dass der Hänsel ist nicht so ganz ein Kind, sogar ein junger Teenager, also zwischen Kindheit und erwachsene Welt. Und das hat auch viel Spaß dazu gemacht, Einfluss in die Kindheit zu haben, Einfluss in die erwachsene Welt. Und ist es einfach ein Traum, der Hänsel zu spielen. Deshalb also dieser angeklebte Bart, weil er schon ein bisschen größer Genau, deswegen. geworden ist. Überhaupt war das ja sehr kindgerecht. Die Kinder waren ja auch begeistert. Es saßen ja viele im Publikum. Merkt man das dann eigentlich, wenn die Begeisterung auch bei den Kindern im Publikum so stark ist? Die sind ja doch ein bisschen anders. Die reagieren ja mehr. Das stimmt. Also bei mancher Stelle, ich sehe nicht so gut ganz ins Publikum. Also ich will auch nicht direkt in die Gesichter zu sehen, aber mal ab und zu, ich spüre was oder ich sehe ein paar Kinder in die erste Reihe und also doch, das ist sehr besonders und also dass so viele Kinder da sind und dass die so dabei sind, also das finde ich super und das ist denen gut gefallen, das Stück und was wir spielen und singen, also ich bin sehr dankbar dafür, ja. Das war Ihr erstes Mal als Hänsel jetzt in Coburg. Vorher haben Sie Hänsel noch gar nicht gesungen. Nein, ich habe eigentlich früher im Chor der Sandmann gesungen. Aber das war mein erstes Mal als Hänsel. Ja, aber Hänsel passt ja sehr gut. Vielleicht können Sie da mal wieder einspringen irgendwo. Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Vielleicht hört es ja jemand, das wäre ja gut. Dankeschön. Dann geben Sie ja auch noch Konzerte und Liederabende. Was ist denn für Sie das Besondere am Konzertsingen und der Unterschied zum Opernsingen? Ja, so Konzerten und Liederabend, es ist so schön, also auf die Musik zu gehen und zu konzentrieren. Ich habe auch ein paar Jahre vor ein französischer Liederabend gemacht mit zwei Pianistinnen, die hier mit uns waren. Wir hatten ein Ravel-Oper auf der Bühne gemacht und dann wir haben Ravel Lieder auch gemacht und das ist super schön. Die Atmosphäre für einen Liederabend ist ein bisschen mehr intim. Also es ist ja so, man hat ja mehr Freiheit zu zeigen. Normalerweise muss man auf einen Regisseur oder auf einen Dirigent ihre Ideen immer annehmen. Aber wenn man einen Liederabend macht, also du bist der Chef eigentlich aus die Sängerin und
Das ist auch mal schön, ein Liederabend zu singen und klar auch ein Konzert, so also einfach mit die Musik zu genießen und auf einem Platz zu stehen und einfach die Musik zu singen und zu machen, zusammen mit das Orchester. Man ist sehr nah an Orchester normalerweise bei einem Konzert und nah auch mit der Dirigent. Und es ist super. Also ich mag sehr gerne Konzerte und Liederabend auch. Und singen Sie auch manchmal amerikanische Komponisten dann, wenn Sie die Werke selber auswählen können? Ja, also manchmal schon. Also besonders diese Komponistin von der American Songbook, also von den 40er, 50er Jahren, also George Gershwin oder Cole Porter, Irving Berlin. Also ich finde, och, die sind so zeitlos, also ihre Lieder und singe ich sehr gerne. Und konnten Sie auch schon mal in einer amerikanischen Oper mitsingen? Wurde sowas schon mal hier aufgeführt? Ich habe so in diesem eine Operstudio-Programm, also wir haben doch also eine amerikanische Oper gemacht und ich habe ein paar Arien in Vorsingen von amerikanischer Oper gemacht, aber ich habe nicht so viel Erfahrungen ge gehabt, noch nicht. Ja, vielleicht klappt es ja mal. Dafür wären Sie ja auch besonders geeignet, weil Sie ja die Sprache schon so gut können, vor allem. Ja, wäre super, wäre super. Was würden Sie denn gerne mal für eine amerikanische Oper machen? Haben Sie da eine besondere Vorliebe? Vielleicht mal in der Zukunft diese Dead Man Walking. Das ist von der Komponist Jake Heggie. Das ist ein heftiges Thema, aber ich glaube, das wäre schön mal zu machen in der Zukunft. Worum geht's da in der Oper, wenn Sie sagen, es ist ein heftiges Thema? Das ist eine Geschwister, eine Geschwester, das ist jemand im Gefängnis und er wird sterben im Gefängnis und sie besucht ihn. Und ja, so es war früher ein Film, ein amerikanischer Film. Und es ist jetzt ein Oper auch gewesen. Also Genau. was sehr Tragisches auch irgendwo. Sehr, sehr. Jetzt müssen wir mal Sehr. kurz zurückkommen zum Konzert. Meinen Sie denn, man muss zum Singen von geistlichen Werken besonders gläubig sein und singen Sie gerne geistliche Werke? Also ja, ich singe sehr gerne geistliche Werke. Ich sollte im Dezember ein Bach-Weihnachtsoratorium machen. Leider, ich hatte Corona und musste absagen, aber hoffentlich, das klappt ein anderes Mal, weil ich singe sehr, sehr gerne. Also Bach ist von Himmel geschrieben. Das ist wirklich tolle Musik. Und ich glaube, man muss nicht unbedingt ein Gläubiger sein, diese geistliche Musik zu machen. Ich glaube, wenn man Gläubiger ist, das kann ein bisschen tiefe Bedeutung haben, aber es muss nicht unbedingt ein Gläubiger sein. Also man hört es nicht heraus, ob jemand da wirklich dahinter steht oder nicht, Genau. wenn er es gut gemacht hat. Dann haben Sie ja vorhin auch schon erwähnt, dass Sie auch zeitgenössische Musik singen. Zum Beispiel auch Wunderland von Anno Schreier. Was fasziniert Sie denn so an zeitgenössischer Musik? Und dauert da die Vorbereitung länger als bei bekannten Repertoirestücken? Ja, also ich finde bei zeitgenössischer Musik, es ist sehr wichtig, dass Komponisten heute Musik schreiben. Also es ist super, super wichtig, dass es weitergeht. Und es ist auch für uns Sänger eine wunderbare Möglichkeit, mit einem lebendigen Komponist was zu machen. Und das war so toll, als wir Wunderland in Coburg gemacht haben. Das war nicht der Uraufführung. Aber Arno Schreier, der Komponist, er ist nach Coburg gekommen und hat ein paar Proben besucht. Und man hat ein bisschen Austausch mit ihm. Und ist eine super, super Erfahrung, mal zu fragen oder zu verstehen, wie und was die geschrieben ha haben. Und ja, also manchmal, sie haben recht. Das kann ein bisschen länger, der Prozess, das kann länger dauern. Aber für mich ist eigentlich das Prozess dasselbe. Genau, manchmal braucht man ein bisschen mehr Zeit, weil
die Harmonien ein bisschen anders sind oder die Intervallen. Genau, also Prozess ist gleich, nur ein bisschen Zeit braucht man. Also Sie würden das durchaus gerne mal wieder machen, mit einem zeitgenössischen Komponisten arbeiten. Ja, so sehr gerne, sehr gerne. Gut. Und gibt es denn Lieblingspartien oder auch mehrere, die Sie gerne in Zukunft mal singen würden, irgendwann? Ja, es gibt sehr viele noch. Was denn zum Beispiel? Sie können ja ein paar erwähnen. Also ich möchte noch mehr Rossini singen, also Belcanto-Musik singen, also auch die Komödie, also Barbieri, die Siviglia und Cenerentola möchte ich mal machen. Auch Rossini hat super tolle Opernserie gemacht, also Otello zum Beispiel. Ich habe Interesse, ja, mal in seine Opernserie zu singen. Ich singe auch sehr gerne auf Französisch. Also Charlotte in Werther ist auch ja was auf die Liste. Und Octavian in der Rosenkavalier. Ich denke, dass das wird toll, mal zu machen. Ich singe auch gerne Berlioz, seit wir Faust Verdammnis gemacht haben, und immer gerne Berlioz Musik. Also ja, es ist viel, viel, was ich noch singen möchte. Also gerne italienische Opern und französische, so im Durchschnitt. Ja, gerne, gerne, aber auch Octavian, Ja, stimmt. also auch Deutsch, also Ja. alles eigentlich. Genau, da ist ja noch einiges, was Sie dann noch singen können in nächster Zeit oder später auch. Wie muss Genau. ich denn eigentlich Ihren Alltag als Opernsängerin vorstellen? Sie können es ja mal beispielhaft an einem Tag erzählen, wie das so abläuft. Ja, also ich finde, unsere Arbeit ist sehr ähnlich wie Sportler oder wie ein Athlet. Also man muss sehr gut auf der Körper aufpassen und hören. Genau, wir müssen auch sehr, sehr viel selbst vorbereiten, und dann man ist allein sehr oft, aber man muss auch plötzlich dann in eine Probe oder für eine Vorstellung viel Energie auf einmal geben. Und Tag für Tag ist auch sehr unterschiedlich. Also manchmal hat man Proben, manchmal hat man Vorstellungen, aber hier in Coburg, mein Alltag, wir proben 10 bis 14 Uhr, haben wir szenische Probe, oder manchmal habe ich eine musikalische Probe für 1 Stunde oder 2 Stunden. Wir haben dann eine Mittagspause, also 14 Uhr bis 18 Uhr. Und dann 18 Uhr bis 22 Uhr haben wir noch, ist noch Probenzeit für szenische Probe, musikalische Proben oder für Vorstellungen. Und ich singe ein, also jeden Tag, also besonders bevor eine Probe oder eine Vorstellung. Und ja, versuche gutes Essen zu essen, dass ich genug Energie habe, für die Probe oder für die Vorstellung zu machen. Genug Wasser zu trinken, Tee zu trinken. Wie gesagt, sehr, sehr ähnlich wie beim Sportler. Das ist Sport, was wir Ja, machen auf jeden Fall. eigentlich. Genau, von der Einstrengung her auf jeden Fall. Und sind Sie auch zusätzlich noch als Gesangslehrerin aktiv in der kleinen, im kleinen Zwischenraum, den Sie dann immer haben zwischen den Proben? Also mal ab und zu ich kriege eine Anfrage, und ich mache das ab und zu, aber insgesamt nicht so viele als wie früher. Ja, ist ja auch nicht so viel Zeit dann dazwischen für Termine. Genau, genau, ja. Und wie erholen Sie sich dann von Ihrem anstrengenden Alltag? Wie können Sie da mal runterkommen? Ist ja doch sehr kraftvoll. Also genau, also einfach, was man braucht, also auf den Körper achten, also vielleicht mal auf der Sofa einfach liegen, eine lustige Serie gucken oder ein Buch lesen. Wir haben auch eine Badewanne, also das hilft auch mal. Ja, manchmal hilft ein bisschen Sport dazu zu machen. Also es ist unterschiedlich, aber ja, viel, viel schlafen, das tut auch gut. Und hören Sie denn zu Hause Musik oder schalten Sie das dann komplett aus? Wollen Sie da mal Stille haben dann? Das ist auch unterschiedlich. Also manchmal, ich finde, die Stille ist schön, aber manchmal doch Musik. Und
Manchmal mein Mann und ich, das ist, wir helfen einander. Also mal, ich höre auf seine Stimme oder sein Einsingen und umgekehrt. Also wir helfen einander ab und zu. Genau, ja, aber manchmal ist doch die Stille auch schön. Und kritisieren Sie sich dann auch gegenseitig mit Ihrem Mann, dass Sie sich sagen, was war gut und was war nicht so gut am Abend? Ja, so doch machen Auch. wir, aber ja, so wir sind immer ehrlich miteinander und ja, und aber wir unterstützen auch einander sehr, sehr gut. Also es ist eine, ja, gute Mischung und gute Balance. Und das ist für uns sehr praktisch. Wir vertrauen einander und genau, also was die andere hört. Ja. Und welche Pläne haben Sie dann? Wollen Sie wie Ihr Mann auch irgendwann freischaffend werden oder wollen Sie dann vielleicht eher am festen Haus bleiben? Wie haben Sie sich vorgestellt? Man kann es ja nicht beeinflussen unbedingt. Genau, ich bin nächstes Spielzeit in Coburg verlängert. Und aber ich glaube für mich, ich möchte so langsam wieder in die Freiberuflerwelt gehen. Also weil es wäre schön, die Freiheit wieder zu haben, die Musik und die Rollen zu machen, was ich möchte. Und ich habe viel in diese letzten Jahren gelernt und ich bin sehr dankbar für diese Zeit hier. Aber ja, ich glaube, es ist Zeit so langsam für mich, langsam wieder in die Freiberuflerwelt zu gehen. Schauen wir. Ja, Sie haben ja auch viele Kontakte jetzt knüpfen können. Das ist ja immer. Genau. Es wäre auch für mich schön, mal ab und zu in den USA zu singen. Dann kann ich auch meine Familie ein bisschen einfacher zu sehen. Also, Ja. wenn das geht, das wäre auch schön, in den USA mal zu singen. Haben Sie da auch Kontakte hin schon geknüpft an die amerikanischen Bühnen? Ja, doch. Also, Ja. ich hab Kontakten dort noch gehabt. Und ja, vielleicht klappt was. Gut, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das ausführliche und interessante Interview und hoffe, dass das dann auch gut funktioniert mit der Freischaffenheit demnächst und dass Sie auch mal wieder in Amerika singen können. Das wäre ja sehr schön. Dankeschön. Ich danke Ihnen sehr, Dr. Behn, also für das schöne Interview und für Ihr Interesse an wir Sängern, was wir machen. Also es ist toll, dass Sie das machen. Vielen, vielen Dank.